Das ist Irland. Die 2000er waren gute Zeiten und die Wirtschaft entwickelte sich hervorragend. Aber dann lief irgendwas schief und die Regierung hat Sparmaßnahmen wie die Luftverkehrssteuer eingeführt. Infolgedessen fielen die jährlichen Passagierzahlen von 30,5 Millionen auf 23,5 Millionen Passagiere. Zum Glück hat die irische Regierung die Luftverkehrssteuer am 1. April 2014 wieder abgeschafft. Als Antwort hat Ryanair 21 neue Strecken von nach Irland bekannt gegeben. Diese brachten 1,3 Millionen zusätzliche Passagiere in 2014. Passagierzahlen wuchsen um 1,8 Millionen. Die Regierung hat 30 Millionen Euro an Steuereinnahmen verloren, aber die zusätzlichen 1,3 Millionen Touristen, die Ryanair nach Irland transportiert hat, haben 150 Millionen Euro ausgegeben, mit 30 Millionen Mehrwertsteuereinnahmen und einem Tourismuswachstum von 8%. Klingt das vertraut? Die deutsche Regierung verlangt immer noch eine Luftverkehrssteuer für jeden Passagier, der ab einem deutschen Flughafen fliegt. Es passiert nicht oft, dass Irland Deutschland finanzielle Ratschläge geben kann, aber es ist ganz einfach. Luftverkehrssteuer abschaffen und für Tourismuswachstum sorgen.